repeat this oath after me. I swear by God. I swear by God. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen werde. And will withhold and add nothing. Und nichts als die Wahrheit sagen werde, nichts hinzufügen werde, soweit mir Gott helfe. You must sit down. Sie waren in den beiden letzten Jahren des Krieges seit 1943 Chef der Sicherheitspolizei und SSD und Chef des sogenannten Reichssicherheitshauptamtes. Sie sind sich darüber klar, dass Sie unter ganz besonders schwerer Anklage stehen. Die Anklagebehörde wirft Ihnen vor Verbrechen gegen den Frieden und Ihre intellektuelle Täterschaft oder Teilnahme wegen der Verbrechen gegen das Kriegsrecht und gegen die Humanität. Und schließlich verknüpft die Anklage Ihren Namen mit dem Terror der Gestapo und mit den Grausamkeiten der Konzentrationslager. Ich frage Sie nunmehr, übernehmen Sie im Rahmen dieser groß aufgezeigten und Ihnen bekannten Anklagepunkte die Verantwortung Ich möchte in erster Linie dem Gericht erklären, dass ich mir der Schwere der gegen mich erhobenen Anwürfe voll bewusst bin. Ich weiß, dass sich der Hass einer Welt gegen mich stellt, der ich zumal ein Himmler, ein Müller, ein Pol nicht mehr leben, hier allein der Welt und dem Gerichte Antwort zu stehen habe. Ich bin mir bewusst, dass ich diese Wahrheit hier auszusprechen habe, um das Gericht und die Welt in die Lage zu versetzen, Vorgänge im Deutschen Reich und in diesem Kriege restlos zu erkennen, zu erfassen und gerecht zu beurteilen. Ich bin im Jahre 1943, also 2 Jahre vor Schluss, glücklichem Ende dieses Krieges in ein Amt berufen worden, worüber ich im Einzelnen später Aufklärung geben darf. Ich möchte aber gleich zu Anfang erklären, dass ich die Verantwortung für alles, was seit meiner Ernennung zum Chef des Reichssicherheitshauptamtes im Rahmen dieses Amtes an Unrecht begangen wurde und soweit es unter meiner tatsächlichen Leitung geschah, ich also
von den Vorgängern wusste oder wissen musste, die Verantwortung übernehme. Ich bitte, meinem Verteidiger zu gestatten, an mich zur Führung meiner Gedankengänge Fragen zu stellen. Geben Sie kurz Ihren Werdegang bis zum Eintritt in das öffentliche Leben, in die österreichische Politik, also etwa bis zum Jahre 1934, in großen Umrissen bitte. Ich bin 1903 geboren. Mein Vater und Großvater sind geachtete Rechtsanwälte gewesen. Im Übrigen stamme ich von Bauern und von Sensenschmieden ab. Meine Mutter aus einfachen Verhältnissen hervorgegangen, war adoptiert vom belgischen Gesandten in Rumänien, lebte dort 25 Jahre. Meine Kindheit am Land verbracht, hat mich in einer fürsorglichen Familie, einerseits der besten Erziehung, andererseits dem volksverbundenen Leben nahegebracht. Ich habe Mittelschule studiert, Realgymnasium, Matura und habe im Jahre 1921 die Hochschule in Graz bezogen. Ich studierte zuerst chemisch-technische Wissenschaften an der Technischen Hochschule und später, da mein Vater aus dem Kriege schwer krank zurückgekommen war und ich allenfalls seine Rechtsanwaltspraxis übernehmen sollte, Rechtswissenschaft. Ich habe dieses Studium mit dem Grade eines Doktors der Rechts- und Staatswissenschaften im Jahre 1926 beendet. Ich hatte eine schwierige Zeit durchzumachen. Ich musste mir mein Studium, mein Leben selbst verdienen. Ich war Werkstudent. Ich habe 2 Jahre als Kohlenarbeiter in der Nachtschicht gearbeitet und habe, ich danke diesmal am Schicksal, so gut wie selten jemand. Etwas abkürzen. Den deutschen Arbeiter selbst kennengelernt. Kommen Sie möglichst bald auf die Zeit nach 34. Ich habe nach der Hochschule durch 7 Jahre oder 8 Jahre die Praxis als Rechtsanwaltsanwärter nach österreichischem Gesetz zu vollenden gehabt, war 1 Jahr bei Gericht in verschiedenen Praktikantenstellungen tätig, die übrige Zeit in Salzburg und Linz bei Rechtsanwälten. Ich unterbreche Sie einen Augenblick mit einer Frage. Ist es richtig, dass Sie im Jahre 1932 Mitglied der Partei geworden sind? Ich bin 1932 Mitglied der Partei geworden, nachdem ich vorher einige Jahre der überparteilichen Heimatschutzbewegung in Österreich angehört hatte. Sind Sie dann in demselben Jahre in die SS eingetreten?
Ich glaube, es war Ende 32, könnte auch Anfang 33 gewesen sein. Ist es richtig, dass Sie dann noch vor dem Jahre 1933, wie die Anklage behauptet, Gauredner und Rechtsberater eines SS-Abschnitts gewesen sind? Diese Behauptung ist aufklärungsbedürftig. Ich habe wohl im Gau Oberösterreich, in meiner engeren Heimat, in nationalsozialistischen Versammlungen gesprochen. In erster Linie, oder ich möchte sagen ausschließlich, im Dienste der Anschlussbewegung. Rechtsberater war ich so wie jeder andere Rechtsanwalt jeder Partei zur damaligen wirtschaftlichen Notzeit sich bereit erklärt hatte, am Ende des Tages eine Stunde mittellosen, in diesem Fall Nationalsozialisten, Rechtsauskunft zu erteilen und ihnen unentgeltlich ihre Rechtsfälle zu beraten. Ist es richtig, dass Sie dann im Jahre 1934 von der Dollfuß-Regierung festgenommen und zusammen mit anderen führenden Nationalsozialisten verbracht wurden in das Konzentrationslager Kaiser Steinbruch? Ja. Welches war hier für die Veranlassung? Dies ist richtig. Ich glaube dazu, die damalige politische Situation in Österreich kurz schildern zu müssen. An der Regierung befand sich eine Gruppe von Männern, die nur geringsten Rückhalt im Volk hatte. Es waren zwei verschieden große Gruppen, die nicht an der Regierung beteiligt waren. In erster Linie die linksgerichteten Gruppen der Sozialdemokratie und des Austromarxismus. In zweiter Linie die damals sehr kleine Gruppe des Nationalsozialismus. Die Regierung hat damals nicht nur Nationalsozialisten, sondern ebenso Sozialdemokraten und Kommunisten in ihre Anhaltelager gesteckt, um jeden politischen Unfrieden durch Versammlungen oder Kundgebungen auszuschalten. Unter den damals verhafteten vielleicht 1800 Nationalsozialisten befand auch ich mich. Haben Sie dann einen weiteren Konflikt bekommen und wurden Sie schließlich wegen eines Verfahrens, wegen Geheimbündelei verurteilt und dann aus der Haft, in die Sie vorher gebracht worden waren, entlassen? Geben Sie mit wenigen Sätzen die Veranlassung zu dieser Aktion an. Das war bedeutend später. Und zwar bin ich festgenommen worden im Mai 1935. Ich muss vorausschicken, dass sich inzwischen in Österreich der Putschversuch der Nationalsozialisten im Juli 1934 ereignet hatte. Dieser Putschversuch, der auch unglückseligerweise den Mord an Dollfuß mit eingeschlossen hatte, ist niedergeschlagen worden und mit strengsten Verfahren gegen eine Unzahl von Nationalsozialisten gerecht worden. Eine besonders harte Maßnahme bestand darin, dass viele Tausende von Nationalsozialisten ihres Berufes verlustig erklärt wurden und es bestand die Notwendigkeit in der breitesten Öffentlichkeit, eine Befriedung, ich möchte sagen, eine Milderung der Grundsätze der Regierung herbeizuführen. Dies geschah in erster Linie durch zwei Männer, den damaligen Landeshauptmann Stellvertreter von Oberösterreich, Langott, und einem Bauern und Ingenieur namens Rheintaler. Diese Befriedungsaktion begann
Ende 1934, ich glaube im September oder Oktober. Ich wurde in diese Befriedungsaktion eingeladen. Ich selbst war zum Juli 1934. Kommen Sie möglichst auf die Zeit jetzt in das Jahr 1938 mit großen Schritten. Ich war zum Juli 1934 zu diesem Putschversuch vollkommen unbelastet. Deshalb bin ich zu dieser Befriedungsaktion aufgefordert worden. Im Rahmen dieser Aktion hat die Regierung selbst verlangt, dass Männer die Verbindung zur Parteileitung, zur SA, zur SS und zu allen Organisationen der damals verbotenen Bewegung aufrechterhalten sollten. Mit Wissen und Willen der Regierung und der zuständigen Polizeidienststellen habe ich die Verbindung zur SS aufgenommen. Im Mai 1935 wurde ich unter dem Verdacht, durch illegale Verbindung zur SS mich hochverräterisch zu beledigen, festgenommen. Ich bin ein halbes Jahr lang in Untersuchungshaft gewesen und vom Militärgerichtshof in Wels angeklagt worden, wegen Hochverrates, aber von diesen Verbrechen freigesprochen worden, weil die Regierung selbst eingestanden hat, dass sie mit ihrem Wissen mir diesen Auftrag gestattet hatte. Es blieb daher eine nebensächliche Verurteilung wegen Geheimbündelei übrig, die aber durch die Untersuchungshaft verbüßt gewesen ist. Welches war Ihr Anteil an dem Umbruch in Österreich, der im März 1938 vollzogen wurde? Und welches war der Anteil der SS? Kurz nach der Tätigkeit in der Befriedungsaktion Rheintaler Langgott habe ich Fühlung bekommen mit Kreisen. Erstens der Anschlussbewegungsverbände und zweitens mit jenen Kreisen, die sich zum Ziel gesetzt hatten, in einer evolutionären Bewegung und Entwicklung die Zustände in Österreich einer friedlichen Bereinigung zuzuführen und andererseits den Anschlussgedanken vorwärts zu treiben und die Regierung selbst dafür zu gewinnen. Ich habe im Jahre 37 und 38 versucht, ein enges persönliches Verhältnis zum späteren Minister Seyss-Inquart zu kommen und habe seine politische Linie mir vollkommen zu eigen gemacht. Sind Sie der Auffassung, dass die Volksabstimmung in Österreich im April 1938 dem Willen des Volkes entsprach oder nicht? Die Volksabstimmung vom 10. April 1938 hat vollkommen dem Willen der österreichischen Bevölkerung entsprochen. Ihr Ergebnis von 99,73% für den Anschluss an das Deutsche Reich war unbedingt echt. Wurden Sie dann anlässlich des Anschlusses zum SS-Brigadeführer und Führer eines SS-Abschnittes befördert? Ja, aber ich möchte vorerst zum Anschluss noch Folgendes ergänzen. Es ist die Darstellung und die Meinung der Anklage vollkommen falsch, wenn sie glaubt, dass der Nationalsozialismus in Österreich zur damaligen Zeit irgendeinen Vergleich mit der Entwicklung, die inzwischen im Deutschen Reich stattgefunden hatte, zu ertragen habe. Der Weg der österreichischen Nationalsozialisten war vielmehr ein ganz anderer. Der Ausgangspunkt war die abnorme Wirtschaftsnot in Österreich, darüber hinweg die Anschlussbewegung und als ihr Verwirklicher der Nationalsozialismus. Dieser Weg von Wirtschaftsnot über Anschlussbewegung zum Nationalsozialismus war die Linie,
fast alle Nationalsozialisten und keineswegs die Ideologie des damaligen Parteiprogramms. Ich glaube, dass dies vorausgesetzt werden muss. Und ich glaube auch vorausschicken zu müssen, dass die Anschlussbewegung in Österreich eine volksgetragene gewesen ist, was die Abstimmungen in den einzelnen Ländern wie Tirol oder Salzburg, die schon in früheren Jahren, ich glaube im Jahr 1925 und 1928, ein mehr als 90-prozentiges Ergebnis für den Anschluss hatte, hier berücksichtigt werden müssen. Noch im Jahr 1928 hat der Nationalrat Österreichs und der österreichische Bundesrat die Unterschrift unter dem Beschluss des Nationalrates vom Jahr 1918 gesetzt, der beinhaltet hat, dass sich beide Körperschaften an das Reich anzuschließen beschlossen haben und von diesem Entschluss nicht abgehen wollten. I don't think you need go into these subjects as to the reasons why they were in favor of the Anschluss in such detail. Can't you hear? Well, will you try and confine the witness to less detail and get on to the material period? Ja, es kommt nicht durch, aber ich weiß, was Sie gemeint haben. Ich dachte so, der Angeklagte wird ja verantwortlich gemacht für seine Beihilfe zum Umbruch. Deswegen wollte ich wenigstens einige Sätze darüber dem Gericht vortragen lassen. Aber ich bin jetzt bereit, auf ein anderes Gebiet überzugehen. Can you hear now? Well, the witness was giving us the figures in particular plebiscites long before the Anschluss, and that seems to me to be quite unnecessary detail. Sie wurden dann im September 38 zum SS-Gruppenführer befördert. Ist das richtig? Ja. Ich hatte nach dem erfolgten Anschluss die Führung der allgemeinen SS in Österreich in Form des SS-Oberabschnittes Donau zu übernehmen. Damals war ich zum Brigadeführer ernannt worden, ohne die Vorstufen der einzelnen Führerschaft genau durchschritten zu haben. Und im September dürfte es gewesen sein, bin ich Gruppenführer geworden in Angleichung des Dienstranges zu allen übrigen Oberabschnittsführern im gesamten Reich. Ich will Sie dann weiter fragen über Ihre Entwicklung innerhalb der SS. Wurden Sie im Jahre 1941 zum höheren SS- und Polizeiführer in Österreich ernannt? Ich bin im März 1938 Mitglied der österreichischen Landesregierung geworden. Und zwar hatte ich die Funktion des Staatssekretärs für das Sicherheitswesen in Österreich zu übernehmen, welches dem Innenministerium unterstellt gewesen ist. Waren Sie? Diese österreichische Landesregierung ist im Jahre 1941 aufgelöst worden
Das heißt, sie hat ihre Tätigkeit zugunsten im Reich gehandhabter Verwaltungsformen eingestellt. Daher ist das Staatssekretariat für Sicherheitswesen ebenfalls aufgelöst worden. Und um mich etatmäßig, persönlich, besoldungsmäßig anzugleichen, bin ich zum höheren SS- und Polizeiführer ab, glaube ich, Juli 1941 ernannt worden. Und Sie wurden dann am 30. Januar 1943 zum Chef der Sicherheitspolizei und des SD, des sogenannten Reichssicherheitshauptamtes, ernannt. Wie kam es zu dieser Ernennung? Hatten Sie Beziehungen zu Himmler? Was wurde anlässlich Ihrer Ernennung zwischen Ihnen und Himmler besprochen? Die Tätigkeit vom Jahr 1941 bis 1943, 2 Jahre, muss ich hier ganz kurz beschreiben, um verständlich zu machen, warum ich nach Berlin gerufen worden bin. Die Anklage wirft mir vor, ich hätte in Österreich bereits die Sicherheitspolizei geführt. In diese Richtung irrt die Anklage. Sowohl die Staatspolizei als die Kriminalpolizei als auch der Sicherheitsdienst in Österreich wurden reichszentral aus Berlin geführt und waren der Zuständigkeit des damaligen verantwortlichen Ministers, sei es Ingbert und seines Staatssekretärs Kaltenbrunners, restlos entzogen. Meine Tätigkeit als höherer SS- und Polizeiführer hat sich im Unterschied zur Tätigkeit derselben Männer im Reich, daher in Österreich rein repräsentativen oder Führungsaufgaben der allgemeinen SS beschränkt. Eine Tätigkeit, die keineswegs ausfüllend gewesen ist. Ich habe daher in diesen 2 Jahren meinen politischen Arbeitsabsichten entsprochen und habe aus Österreich heraus nach dem Südosten einen ziemlich umfangreichen politischen Nachrichtendienst entwickelt. Ich habe dies deshalb getan, weil ich in erster Linie bedauert habe, dass sich das Reich der politischen und wirtschaftlichen, vor allem aber auch der gesamten traditionellen Reservoire, die Österreich für das Reich hätte darstellen können, nicht bedient hatte. Und weil das Reich in einer Kurzsichtigkeit sondergleichen auf die ungeheure Mittleraufgabe Österreichs nach dem Südosten nicht zurückgegriffen hatte. Solcher Art ist es gekommen, dass meine Berichte zunehmendes Interesse in Berlin gefunden haben. Und als Hitler ununterbrochen Himmler Vorwürfe machte, dass er mit seinem Nachrichtendienst, den er unter Heydrich im Reich geführt hat, ihm keine ausreichenden politischen Berichtsergebnisse zukommen lasse, hat sich Himmler 8 Monate nach dem Tode Heydrichs gezwungen gesehen, sich nach einem Mann umzusehen, der ihn von diesen Vorwürfen Hitlers keinen nennenswerten Nachrichtendienst zu betreiben, befreite. Was haben Sie nun besprochen mit Himmler? Er hat mich im Dezember 1942 nach Berchtesgaden bestellt, wo er damals deshalb gewesen ist, weil in der Nähe davon am Obersalzberg sich das Hauptquartier befand. Er verlangte von mir, er erzählte mir zuerst diese Vorwürfe Hitlers. Er verlangte von mir die Schaffung eines reichszentralen Nachrichtendienstes, worüber wir uns ausführlich und unter Bezugnahme auf meine Berichterstattung
in früheren Jahren unterhalten haben. Er meinte damals, dass es am richtigsten wäre, ich übernehme das Reichssicherheitshauptamt als Ausgangsbasis für die Errichtung eines solchen Nachrichtendienstes. Ich lehnte dies ab und habe es ausführlich damit begründet, dass ich in Österreich eine beobachtende und kritische Haltung gegenüber der Gesamtentwicklung, namentlich der innenpolitischen Entwicklung im Reich, zugewendet hatte. Ich habe Himmler eingehend erklärt, wodurch der Deutsche in Österreich enttäuscht sei und worin ich Gefahren erblicke, dass eine Reichsmüdigkeit des Österreichers, der noch 4 Jahre vorher begeistert sich dem Reiche zugewandt hatte, liege. Ich habe Sie mal einen Augenblick noch unterbrechen. Es ist ja richtig, dass Sie zum Chef des Reichssicherheitshauptamtes ernannt wurden. Wollen Sie damit sagen, dass Sie die Exekutive nicht mit übernommen haben? Ich komme gleich dazu. Ich muss jetzt diese Erstbesprechung mit Himmler schildern. Die zweite fand 2 Monate später statt. Bei dieser habe ich dann diesen Befehl bekommen, den Sie meinen. Ich will aber gleich hier feststellen, und das zieht sich wie ein roter Faden durch meine gesamte Tätigkeit bis zum letzten Tag des Krieges, dass ich schon damals Himmler erklärt habe, in welchen wesentlichen Punkten ich mich im Unterschied zum Nationalsozialismus, zur Innenpolitik des Reiches, zur Außenpolitik, zur Ideologie und zu den Rechtsbrüchen im Staate selbst stelle. Ich habe ihm ausdrücklich erklärt, dass die Verwaltung im Reich zu zentralistisch sei, dass Österreich an diesem Zentralismus heftigste Kritik übe. Schon deshalb, weil ein gewisser Föderalismus ja den anderen Ländern, zum Beispiel Bayern, zugebilligt war. Ich habe ihm vorgehalten, dass die Schaffung eines neuen deutschen Strafrechtes in der beschrittenen Form falsch sei. Das deutsche Strafrecht sei ein kasuistisches Recht. Das österreichische Strafrecht mit fast 100-jähriger Geltungsdauer sei das besterprobte und auch im Ausland anerkannte. Ich erklärte ihm, dass in Österreich der Begriff einer Schutzhaft, der Begriff eines Konzentrationslagers nicht gut geheißen werde, sondern dass in Österreich jeder Mensch unbedingt sein Recht vom Gericht gesprochen haben will. Ich erklärte ihm, dass sich der Antisemitismus in Österreich in einer grundsätzlich anderen Form sowohl entwickelt habe, als auch gehandhabt werden wolle. Niemand in Österreich hat daran gedacht, sich über die Grenzen des Antisemitismus, wie er im Parteiprogramm vorgeschrieben gewesen ist, hinaus begebe. In Österreich hat auch kaum ein Verständnis dafür geherrscht,
dass durch die Nürnberger Gesetzgebung über diesen Rahmen des Parteiprogramms in dieser Frage hinausgegangen werde. In Österreich hatte bereits seit 1934 eine vollkommen friedliche und sachliche Abwanderungstendenz der Juden Platz gegriffen. Es war jede persönliche oder physische Verfolgung von Juden vollkommen überflüssig. Ich verweise auf ein Dokument, welches hier in irgendeinem Gerichtsakt liegt, aus dem klar hervorgeht, und zwar aus einem Bericht des Polizeipräsidiums in Wien vom, ich glaube, Dezember 1939, in welchem ziffernmäßig dargetan wird, dass von 1934 bis 1939 von, glaube ich, insgesamt 200.000 Juden mehr als die Hälfte abgewandert war in das Ausland. Über solche Probleme habe ich damals gesprochen. Und was hat Ihnen Himmler und damals gesagt? Himmler erklärt, dass ich, wie er selbst bestens wisse, eine Vorbildung auf polizeilichem Gebiete nicht nur nicht besitze, sondern meine ganze bisherige Tätigkeit eine politisch nachrichtendienstliche gewesen sei und ich daher in der Übernahme des Reichssicherheitshauptamtes mit exekutiven Ämtern, wie es die geheime Staatspolizei und die Kriminalpolizei seien, nicht nur nichts zu tun haben wolle, sondern meine Aufgabe, zu der er mich berufe, nämlich Aufbau und Ausbau eines Nachrichtendienstes behindert werden. Ich erklärte ihm auch, dass zwischen mir und Heydrich nicht nur persönliche, stärkste Differenzen bestünden, dass auch sachliche Unterschiede in der Richtung bestehen, dass Heydrich ein Fachmann auf polizeilichem Gebiete war und ich es nicht bin, sondern dass die gesamte Politik, mit welcher er und Heydrich das Reich schon bisher in Misskredit gebracht hätten, nicht auf mich übergehen könnte. Dazu sei mir mein Name, meine Ehre und meine Familie zu heilig. Er beruhigte mich in der Richtung, dass er sagte: Sie wissen doch, dass Heydrich im Juni 1942 ermordet wurde und dass ich nun selbst seit seinem Tod, es waren das damals 6 oder 7 Monate, sein gesamtes Amt führe. Dabei soll es auch insofern bleiben, als ich, gemeint Himmler, die exekutiven Ämter weiterhin selbst führe. Ich habe dazu die eingearbeiteten alten Fachleute Müller und Nebe. Sie haben sich darum nicht zu kümmern. Sie nehmen sich die nachrichtendienstlichen Ämter 3 und 6 als Ausgangsbasis für ihren Nachrichtendienst. Ich sagte ihm damals, dass auf einem SD allein ein Nachrichtendienst nicht aufgebaut werden könne. Ein Nachrichtendienst, der bisher so engstirnig, wie es Heydrich besorgt hatte, immer näher zur Exekutive gedrängt worden ist, ist von vornherein zur Nachrichtenschöpfung ungeeignet.
Ein Nachrichtendienst müsste zweitens kleiner sein und vor allem halte ich es für einen Wahnsinn, dass eine Trennung zwischen politischem und militärischem Nachrichtendienst bestehe. Kein Land auf der ganzen Erde, außer Deutschland und Frankreich, haben sich die Zweiteilung eines Nachrichtendienstes zu eigen gemacht. Ich verlangte daher, dass er zuerst einmal einen Führerbefehl erwirke, aufgrund dessen das Nachrichtenwesen der Wehrmacht, welches im Amt der OKW Abwehr verankert gewesen ist, vereinheitlicht werde mit dem SD und mit einem personell bestens gesichteten und gesiebten, neu zu gewinnenden Personalapparat. Ich unterbreche Sie einen Augenblick. Sagen Sie noch mit einem Satz, ist dann diese Vereinigung geschehen, von der Sie eben gesprochen haben? Jawohl. Unter dem Amt 6? Jawohl. Jetzt eine weitere Frage. Diese Vereinigung ist mit Befehl Hitlers vom 14. oder 15. Februar 1944 eingetreten. Nun frage ich Sie, nach dem, was Sie soeben ausgeführt haben, sind Sie von Himmler befreit worden, von der Exekutive? Ist diese Befreiung von der Exekutive nun auch innerhalb des Reichssicherheitshauptamtes, Ihren Amtschefs und so weiter, bekannt gemacht worden? Ist diese Herausnahme der Exekutive irgendwie nach außen in Erscheinung getreten und eventuell in welcher Weise? Ich bin nach der Besprechung mit Hitler vom Dezember 1942 von ihm verabschiedet worden, weil ich es auch nicht übernehmen wollte, das Reichssicherheitshauptamt unter den Bedingungen zu nehmen, die er mir angeboten hatte, nämlich Führung der exekutiven Ämter wie bisher durch ihn selbst. Er war auf mich so sehr böse, dass er mir nicht die Hand gegeben hat und seinen Unwillen durch andere Dinge noch mich in den nächsten Wochen fühlen ließ. Ich bin dann Mitte Jänner, 16. oder 18. Jänner, telegrafisch in das Hauptquartier, das sich inzwischen nach Ostpreußen begeben hatte, bestellt worden und habe angenommen, dass so, wie ich ihn darum gebeten habe, nun mir eine Frontverwendung gegeben werde. Ich bin mit vollkommenem Frontgepäck damals in das Hauptquartier gefahren, in der Meinung, ich hätte endlich das, was meine Brüder und meine übrige männliche Verwandtschaft damals zu tun hatte, auch für mich zu erwarten. Es war nicht so, sondern er erklärte mir, ich habe mit dem Führer gesprochen, er hält diese Zentralisierung und Neuschaffung eines Nachrichtenwesens für richtig. Er wird auch die diesbezüglichen Verhandlungen mit der Wehrmacht einleiten und sie werden diesen Meldedienst zu organisieren und auszubauen haben. Es bleibt dabei, dass ich mit Müller und Nebe die exekutiven Ämter unmittelbar selbst führe. Wenn Sie mich nun fragen, ob eine solche Abgrenzung nach außen sofort in Erscheinung treten musste, so muss ich dazu sagen, sie ist nicht verkündet worden. Weshalb formell die Anklage im Recht ist, wenn sie mir vorwirft, ja, du hast ja
nach außen keinen Trennungsstrich gemacht. Ich kann dazu nur das eine sagen, dass ich mich auf die Worte meines damaligen Vorgesetzten verlassen zu können glaubte. Er hat es mir auch in Gegenwart von Lebe und Müller erklärt. Er hat es ihnen beiden persönlich befohlen gehabt, unmittelbar mit ihm zu verkehren. Und unmittelbar, wie bisher seit dem Tode Heydrichs, 8 Monate hindurch an ihn unmittelbar zu berichten und von ihm unmittelbar die Befehle zu erreichen. Ich erkläre hier ausdrücklich, dass mir die Sonderaufträge zum Beispiel, die Heydrich hatte, zum Beispiel der Auftrag hinsichtlich der Judenentlösung im damaligen Zeitpunkt nicht nur nicht bekannt gewesen ist, sondern von mir nicht übernommen wurde. Ich war nominell Chef des Reichssicherheitshauptamtes. Als dieser habe ich als meinen unmittelbaren Aufgabenkreis, wie gesagt, den Nachrichtendienst und die Schaffung dieses neuen Meldedienstes angesehen. Diese Führung erfolgte durch Himmler, aber zur Staatspolizei und zur Kriminalpolizei, wie ich erst viel später feststellen konnte, vielfach im Namen des Chefs Reichssicherheitshauptamtes, also mit meinem Namen, ohne dass ich diese Befehle im Zeitpunkt ihrer Ausgabe gekannt oder gesehen hätte. Die Chefs des Geheimen Staatspolizeiamtes und des Reichskriminalpolizeiamtes führten diese Befehle Himmlers also manchmal in der Weise durch, dass sie auch meinen Namen als Chef Reichssicherheitshauptamt zeichneten. Und wie ich ja später vielleicht noch im Einzelnen darstellen muss, Gepflogenheiten übernahmen, die zur Zeit Heydrichs bestanden haben, der die gesamte Exekutive unter sich vereinigt hatte und diesbezügliche Vollmachten an Müller und Nebe delegieren konnte. Ich hatte aber diese Vollmachten von Anfang an nie und konnte daher auch niemals Teilvollmachten delegieren. Ich muss hier vielleicht die Erklärung meiner Verantwortlichkeit in dem Punkte also ergänzen, indem ich erklären muss, dass ich vielleicht nicht die ausreichende Obsorge dafür habe walten lassen, dass klargestellt worden wäre, es hat keinerlei Befehl der Staatspolizei oder der Kriminalpolizei, meinen Namen zu tragen. Dass ich mich darum zu wenig gekümmert habe, ist ein Verschulden Himmlers, wohl aber auch ein Verschulden meinerseits. Ich verweise Sie auf eine Aussage, die der Amtschef 3 Ohlendorf am 3. Januar 1946 in diesem Gericht gemacht hat. Ich halte Ihnen kurz diese Aussage vor und Sie wollen sich dazu erklären. Die Aussage betrifft die Frage der Exekutivvollmacht. Zeuge Ohlendorf sagte auf eine Frage: Wenn Sie die Frage stellen, ob Kaltenbrunner exekutive Handlungen veranlassen konnte, so muss ich dies mit Ja beantworten. Wenn Sie weiterhin Müller und Himmler unter Ausschaltung von Kaltenbrunner nennen, so muss ich darauf hinweisen, dass nach der Konstruktion des Reichssicherheitshauptamtes
Müller der Untergebene von Kaltenbrunner war und daher auch Befehle von Himmler an Müller, Befehle an Kaltenbrunner war und Müller verpflichtet war, Kaltenbrunner zu unterrichten. Er sagt dann, ich kann sagen, dass mir absolut bekannt ist, dass ein Ausdruck, der oft gefallen ist, in Anführungszeichen bis zur letzten Waschfrau, Himmler sich persönlich die Entscheidung vorbehielt, ob Kaltenbrunner keinerlei Befugnis in dieser Beziehung gehabt hat, kann ich nicht behaupten. Frage Sie nun, ist die Aussage des Zeugen Ohlendorf in den wesentlichen Punkten richtig? Sie ist aufklärungsbedürftig. Er hat insofern recht, als sich an der Konstruktion, oder besser gesagt an der Organisation des Reichssicherheitshauptamtes nichts geändert hatte seit der Zeit Heydrichs. Also konnte er ohne weiteres einen Dienstweg Himmler, Kaltenbrunner, Müller annehmen. Es ist aber in den Besprechungen und Befehlsausgaben Himmlers ausdrücklich ausgeschlossen worden und wie seine andere Bemerkung, Himmler hatte bis zur letzten Waschfrau sich die Entscheidung vorbehalten, ja hervorgeht, faktisch der Zustand eingetreten, dass sich zum Unterschied zur Zeit Heydrichs das geändert hat, dass das Mittelstück zwischen Himmler und Müller nicht in Tätigkeit gesetzt wurde. Das bin ich. Dass also die unmittelbare Befehlsgebung Himmlers an Müller nunmehr bestand. Ich bespreche nun die einzelnen von der Anklagebehörde gemacht erhobenen Vorwürfe. Und ich lege Ihnen zunächst ein Dokument vor, zu dem Sie sich erklären wollen. Es ist ein Dokument L38, USA, Beweisstück 517. We've got L38. It came through before as O38. You mean L38, do you? Ja, L38. Ich nenne es KR3. Es handelt sich hierbei um den gegen Sie erhobenen Vorwurf der Unterzeichnung... Dr. Kaufmann, if it's already got an exhibit number, you don't want to give it another exhibit number. Gut, wenn es nicht erforderlich ist, verzichte ich gern darauf. Es ist hier die Frage, erstens, ob Unterschriften Ihren Namen, ob die unterzeichneten Schutzhaftbefehle Ihren Namen tragen, sei es Faksimile, sei es mit Maschinenschrift. Die zweite Frage, ob Sie derartige Befehle erlassen haben, ob also Originalbefehle vorliegen. Und weiter, ob Sie, wenn beides nicht zutrifft, davon Kenntnis hatten. Geben Sie bitte eine Erklärung zu diesem Dokument. Ich muss hier erklären, dass ich in meinem ganzen Leben
nicht einen einzigen Schutzhaftbefehl persönlich gesehen oder unterzeichnet habe. Daraufhin? Es sind mir in der Voruntersuchung eine Reihe von Schutzhaftbefehlen, die meinen Namen tragen, vorgehalten worden. Es hat jeder dieser Schutzhaftbefehle diese Unterschrift, das heißt meinen Namen, mit Maschine oder mit Fernschreiben, ich glaube auch in ein oder zwei Fällen, eine Stampillen, also eine Faksimile-Unterschrift, getragen. Sie werden zugeben, dass an sich diese Erklärung nicht sehr glaubwürdig erscheint. Es ist eine Ungeheuerlichkeit, dass ein der Chef des Amtes nicht darüber orientiert ist, dass derartige Befehle seinen Namen tragen. Wie erklären Sie sich diese Tatsache, eine Tatsache, die sich anhand der Dokumente, die Ihre Unterschriften tragen, ergibt? Ich bin auch mit meiner Aufklärung noch nicht zu Ende. Ich habe erklärt, dass diese Unterschrift Kaltenbrunner unter Schutzhaftbefehle nur in der Form zustande gekommen sein kann, dass der Amtschef Müller, so wie er es zur Zeit Heidrichs getan hatte, und damals auch tun durfte, den Namen des Chefs des Reichssicherheitshauptamtes unter den Schutzhaftbefehl setzte und hinzu seine Abteilungen, zum Beispiel die Schutzhaftabteilung, eben anwies. Er hat dies offensichtlich auch zu meiner Zeit getan. Denn sonst wären mir diese Befehle jetzt nicht hier vorgehalten worden. Es liegen weitere zwei. Er hat mich aber hiervon niemals verständigt und er hatte hiezu niemals von mir eine Vollmacht erteilt bekommen. Im Gegenteil war dies schon deshalb ausgeschlossen, andererseits aber auch überflüssig, weil Himmler ihn sich ja unmittelbar unterstellt hatte und er von Himmler die Vollmacht hatte. Er hätte also genauso gut schreiben können, Himmler oder IA Himmler oder IV Himmler. Ich gebe zu, dass dies eine Tatsache bleibt, die das Gericht. Und hierzu hat Himmler mir keinen Anlass gegeben, Stellung zu nehmen, weil er ja mir gegenüber gesagt hatte, dass ich diese exklusiven Aufgaben nicht zu führen hätte. Sie wollen also sagen, dass es bei der Verwendung Ihrer Unterschrift sich um einen Missbrauch Ihrer Unterschrift handelt? Müller war hierzu nicht berechtigt. Ist Ihnen bekannt gewesen, dass die Schutzhaft überhaupt möglich und zulässig ist und oft durchgeführt worden ist? Ich habe über den Begriff Schutzhaft mit Himmler, wie ich erzählte, schon 1942, ich glaube aber auch vor dem bereits zweimal, ausführlich einmal mit ihm und einmal mit Dirac über diesen Begriff korrespondiert. Ich halte die Schutzhaft, wie sie im Deutschen Reich gehandhabt worden ist, nur in den geringsten Fällen, in einer kleineren Anzahl von Fällen, für eine Staatsnotwendigkeit,
oder besser gesagt, für eine Maßregel, wie sie der Krieg rechtfertigte. Im Übrigen habe ich mich gegen diesen Begriff und gegen die Handhabung jeder Schutzhaft grundsätzlich und oft sehr tief fundiert rechtshistorisch ausgesprochen und gewendet. Ich hatte einige Vorträge bei Himmler, aber auch bei Hitler darüber gehalten. Ich habe in einer Versammlung von Staatsanwälten, ich glaube im Jahr 1944, öffentlich dagegen Stellung genommen, weil ich seit eh und je auf dem Standpunkt gestanden bin, dass die Freiheit eines Menschen zu seinen höchsten Gütern zählt und nur ein ordentliches und in der Verfassung verwurzeltes Gericht und sein Urteil ihm diese Freiheit beschränken oder rauben darf. Ich bespreche jetzt mit Ihnen die Begründung, die in solchen Schutzhaftbefehlen enthalten war. Als Begründung für Schutzhaftbefehle wird unter anderem angegeben, reichsfeindliche Betätigung oder Verbreitung von Gräuelnachrichten oder tätliche Angriffe, Arbeitsverweigerung, religiöse Propaganda. Geben Sie mir Ihre Stellungnahme zu der Begründung dieser Schutzhaftbefehle. Ist das zu billigen? Nein. Ich halte eine solche Begründung eines Schutzhaftbefehles für falsch. Sie mag daher auch im Einzelnen erläutert werden. Mein Standpunkt rührt daher, dass alle diese hier aufgezählten Delikte ebenso gut in einem ordentlichen Gerichtsverfahren durch den Staat geahndet hätten werden können. Aus diesem Grund halte ich die Schutzhaft an sich noch dazu mit dieser Begründung für falsch. Wenn ich Sie also recht verstehe, bemerke ich zusammenfassend zu Ihrer Stellungnahme Folgendes. Sie wollen sagen, Sie haben von den Schutzhaftbefehlen keine Kenntnis gehabt, keine Vollmacht hierzu erteilt und keine Unterschrift gesetzt. Aber da diese Schutzhaftbefehle im Rahmen des Amtes IV ausgestellt wurden, hätten Sie von der Anordnung solcher Schutzhaftbefehle Kenntnis haben müssen. Ist diese Zusammenfassung richtig oder unrichtig? Sie ist richtig. Wir kommen dann zu einem nächsten Ihnen von der Anklage gemachten Vorwurf. Die Anklage nimmt Sie als intellektuellen Täter oder Teilnehmer dafür in Anspruch, dass Sie sich als Chef der SIPO und des SD der Ermordung und Misshandlung von Zivilpersonen durch die sogenannten Einsatzgruppen schuldig gemacht hätten. Trage dazu mit wenigen Sätzen das vor, was der Zeuge Ohlendorf hier am 3. Januar 1945 bekundet hat. Die Aussage Ohlendorf stellt für Sie eine Belastung dar. Ich möchte Sie dann zu einer Stellungnahme auffordern. Ohlendorf sagt in Bezug auf die Einsatzgruppen, nach seinem Eintritt hätte sich Kaltenbrunner mit dieser Frage beschäftigen müssen. Und er müsste daher auch die Unterlagen der Einsatzgruppen, die seine Dienststellen waren, gekannt haben. Er sagt dann weiter,
bezüglich der den exekutierten Personen abgenommenen Wertgegenständen. Diese seien an das Reichsfinanzministerium oder an das Reichssicherheitshauptamt abgeliefert worden. Und er bekundet schließlich, dass Offizierspersonal für diese Einsatzgruppen aus dem Führungspersonal der Staatspolizei und in geringem Prozentsatz vom SD genommen worden seien. Welches ist Ihre Stellungnahme zu der Frage, ob Sie die Existenz und die Bedeutung der Einsatzgruppen gekannt haben? Ich habe von der Existenz dieser von Ohlendorf beschriebenen Einsatzkommandos keine Ahnung gehabt. Ich habe davon, dass sie bestanden hatten, später, und zwar viele Monate später, gehört. Ich muss hierzu Folgendes ausführen. Es ist dem Gericht bekannt aus der Aussage Ohlendorf und aus hier besprochenen Erlassen Hitlers und Himmlers, dass Befehle zur Tötung von Menschen gegeben waren. Diese Einsatzkommandos sind in meiner Amtszeit nirgend zu einer Neuaufstellung gekommen, die bis dorthin tätig gewesenen Einsatzkommandos sind aber ebenfalls vor meiner Dienstübernahme aufgelöst gewesen oder in neue Unterstellungsverhältnisse gekommen. Ich weiß nicht, ob der Zeuge Ohlendorf hier bekundet hat, wann er von seinem Einsatzkommando zurückgekommen ist. 1942. Also vor meiner Zeit. Die Einsatzkommandos müssen sich später in die Zuständigkeit der höheren SS- und Polizeiführer in den besetzten Gebieten oder, was wahrscheinlicher ist, in die Zuständigkeit des Chefs der Bandenkampfverbände gekommen sein. Ich kann diese Frage hier mit Sicherheit nicht beantworten, weil mir seit einjähriger Haft Möglichkeiten der Überprüfung dieses Organisationsverhältnisses nicht zur Verfügung stehen. Sie haben mich, glaube ich, weitergefragt, ob mir bekannt ist, dass Wertsachen, die exekutierten Personen abgenommen worden sind, an dieses Amt oder an das Reichsfinanzministerium gesandt wurden. Von solchen Sendungen weiß ich nichts. Ich weiß aber, dass Himmler einen Befehl an alle gegeben hatte, nicht nur an die Sicherheitspolizei, sondern auch an andere Organisationen, die in den besetzten Gebieten gewesen sind, sei es der Ordnungspolizei, seien es ihm unterstellte Bandenkampfverbände, seien es ihm später unterstandene Wehrmachtsteile, einen Befehl gegeben hat, dass jedes derartiges Eigentum dem Reichsfinanzministerium abzuführen ist. Handelt es sich bei diesen Einsatzgruppen um einen Befehl Hitlers oder um einen Befehl des Reichssicherheitshauptamtes? Es kann sich nur um einen Befehl Hitlers handeln. Sie sagten eben, Sie hätten im Laufe der Zeit von der Existenz und der Bedeutung der Einsatzgruppen Kenntnis bekommen. Wann zeitlich gesehen können Sie diese Kenntnis fixieren?
Ich nehme an, dass dies zur Zeit meines Antrittsbesuches bei Hitler oder des am selben oder nächsten Tage stattfindenden Vortrages bei Himmler im November 1943 gewesen ist. 1943? Jawohl. Wenn Sie damals Kenntnis hatten von den Einsatzgruppen und ihrer Bedeutung, dann erhebt sich die Frage, wie Sie darüber dachten und für den Fall, dass Sie die Einsatzgruppen als solche verurteilten, was Sie unternommen haben, um die Einsatzgruppen abzuschaffen. Bestand für Sie die Möglichkeit hierzu oder nicht? Ich sagte schon, dass unter meiner Leitung oder Befehlsgebung niemals ein Einsatzkommando aufgestellt worden ist. Die Existenz, die vergangene Tätigkeit solcher Einsatzkommandos habe ich im Spätherbst 43 kennengelernt und gewusst, dass ich mich gegen einen solchen Missbrauch dem Reichssicherheitshauptamt unterstehender Männer zur Wehr zu setzen habe. Ich habe Hitler, ich glaube, am 13. September 1943 anlässlich des Besuches des eben befreiten Mussolini gesehen. Mein Versuch, mit ihm dort aber zu sprechen, ist misslungen aus diesem Staatsbesuch heraus. Ich musste daher zu einer offiziellen Meldung über meine bisherige neue Tätigkeit im November, Himmler hat dies wiederholt hinausgeschoben, neuerlich in das Hauptquartier reisen. Und bei dieser Gelegenheit habe ich dem Führer über das mir bekannt gewordene der Einsatzkommandos Vortrag gehalten. Aber nicht nur darüber, sondern auch bei dieser Gelegenheit erstmals ihm Vorstellungen machen können über das gesamte Judenproblem und über die mir ebenfalls in diesem Zeitpunkt klar gewordene Befehlsgebung seiner Person und Himmlers gegen Juden. Ich bitte aber dazu, genau und ausführlich Stellung nehmen zu dürfen, wenn Sie dieses Problem mit mir selbst eingehend durchgehen werden. Ich lege Ihnen nun... Ich möchte nur noch ergänzen, dass die Einsatzkommandos für mich deshalb nicht mehr in Erscheinung getreten sind, weil das gesamte Personal, ich glaube auf den Tag genau, zum selben Zeitpunkt in die Bandenkampfverbände bzw. zu den höheren SS- und Polizeiführern gekommen sind, mit welchem Tage ich selbst das Amt in Berlin angetreten habe. Ich glaube mich bestimmt zu erinnern, dass von dem Bach Zelewski als Chef der Bandenkampfverbände am 30. Jänner 1943 ernannt worden ist. Darin mag auch die Ursache liegen, dass ich keinerlei Berichte über die Einsatzkommandos selbst gesehen habe. Ich komme nun zu einem weiteren Dokument, L51. US-Beweisstück 521. Es handelt sich hierbei um ein außerordentlich gravierendes Dokument, zu dem Sie Stellung nehmen wollen. Zutter ist der Adjutant des Lagerkommandanten von Mauthausen gewesen. Er berichtet über einen... Ich bitte Fotokopie, das Gleiche, was hier im Maschinenschiff vorliegt. Ja, das können Sie dazu verwenden. Er berichtet über einen Exekutionsbefehl in Bezug auf 12 oder 15 im Jahre 1945 eingelieferte amerikanische Fallschirmabspringer. Sehen Sie das Dokument durch. Erklären Sie dem Gericht, ob Sie
diesen Befehl erteilt haben, ob Sie für Erteilung dieses Befehles zuständig waren? Ja, Sie haben mit mir dasselbe Dokument noch gestern besprochen. Es ist mir daher bekannt. Ich erkläre, dass ich von diesem Vorgang und von dieser Befehlsgebung niemals bis zur Vorlage dieses Dokumentes beziehungsweise bis zum Vorhalt durch den Untersuchungsoffizier hier Kenntnis hatte. Ist Ihnen zielreich? Ich habe, wie ich glaube ich schon einmal erklärte, niemals Befugnis gehabt, einen sogenannten Exekutionsbefehl, das heißt, ein Todesurteil selbstständig zu unterzeichnen. Eine diesbezügliche Befugnis hat im ganzen Reich außer Hitler nur Himmler oder dem Reichsjustizminister zugestanden. Dazu will ich ergänzend bemerken, dass die Anklage auch Exekutionsbefehle vorgelegt hat, die mit der Unterschrift Müller versehen sind. Wollen Sie dazu etwas sagen? Wenn ein Exekutionsbefehl die Unterschrift Müller getragen hat, so kann er sich damit nur auf einen Befehl Himmlers gestützt haben oder auf ein vorliegendes Gerichtsurteil. Es ist naheliegend zu sagen, dass wenn selbst Müller die Befugnis zu Exekutionsbefehlen hatte, sie diese Befugnis in besonderem Maße hätten haben müssen. Stimmt das? Nein, das stimmt deshalb nicht, weil Himmler mir niemals solche Befugnisse erteilt hat, noch die Konstruktion des Gesamtunterstellungsverhältnisses Staatspolizei bleibt unter Himmler seit Heydrichs Tod auch nach meinem Amtsantritt dem entsprochen hätte. Dieser von in diesem Dokument erwähnte Vorgang ist von solcher Bedeutung, zumal es sich um ausländische Fallschirmabspringer handelt, dass man zunächst davon ausgehen müsste, es wäre in den hohen Stellen in Berlin, also auch im Reichssicherheitshauptamt bekannt geworden. Das will ich haben noch, Sie keinerlei Kenntnis nachträglich bekommen? Das will ich noch ergänzend sagen. Der Vorgang ist umso sicherer nicht zu meiner Kenntnis gelangt gewesen. Are you parting from this document, L51? Ich bin jetzt noch bei dem Dokument L51, verlasse aber das Dokument gleich. Well, oughtn't you to refer him to the particular incident which is referred to towards the end of the document, when... where it says, concerning the American military mission, which landed behind the German front in the Slovakian or Hungarian area in January 1945. It goes on there to say that I think it's the adjutant of the camp, said, now Kaltenbrunner has given the permission for the execution. This letter was secret and had the signature signed Kaltenbrunner. I think you should put that to him. Ja, gewiss. Er kennt das Dokument, ist ein kurzes Dokument und ich glaube, er kennt jedes einzelne Wort dieses Dokumentes. Aber ich will es ihm noch mal vorhalten. Es heißt hier, ich schätze die Zahl der Eingelieferten auf 12 bis 15 Mann. Sie trugen eine Uniform, die amerikanisch oder kanadisch war. Braungrüne Farbe und Bluse und Tuchmütze. 8 bis 10 Tage nach der Ankunft
kam der Exekutionsbefehl in Form eines Funkspruches oder eines Fernschreibens. Standartenführer Ziereis, das ist der Lagerkommandant, kam zu mir ins Dienstzimmer und sagte, jetzt hat Kaltenbrunner die Exekution genehmigt. Das Schreiben war geheim und trug die Unterschrift gezeichnet Kaltenbrunner. Diese Leute wurden dann standrechtlich erschossen und die Effekte mir durch Oberscharführer Niedermeier übergeben. Wollen Sie noch einmal ganz kurz und abschließend hier zur Stellung? Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass dieser Vorgang jemals zu meiner Kenntnis oder mit meiner Mitwirkung geschehen sein kann. Es handelt sich hier nicht nur um ein Verbrechen gegen das Kriegsrecht schlechthin, sondern vor allem um eine Aktion, die die allergrößten außenpolitischen Konsequenzen nach sich ziehen konnte oder musste. In einem solchen Vorgang ist es ausgeschlossen, dass Müller oder selbst wenn ich mich in ein Vorgesetztenverhältnis zu Müller versetzen würde, ich gehandelt hätten, sondern in einem solchen Fall müssen unbedingt vorherige eingehende Aussprachen zwischen Himmler selbst und dem Führer stattgefunden haben. Es ist auch anzunehmen, dass unbedingt irgendjemand zuständiger Völkerrechtsabteilungen hierzu gehört worden wäre und dass ein solcher Vorgang dann selbstverständlich eine Führerentscheidung oder eine Himmlerentscheidung, auf jeden Fall ein Befehl dieser beiden Persönlichkeiten gewesen wäre. Aber auch das ist mir nicht bekannt geworden. Wenn es daher dieser Zutter hier wiedergibt, dass der Befehl meinen Namen getragen hat, so kann es sich nur um einen Befehl gehandelt haben, der, wie vorgeschildert, meinen Namen zu Unrecht getragen hat, weil ich niemals eine Befugnis zur Erteilung eines Exekutionsbefehls hatte. Es hätte daher die Unterschrift Himmler oder im Auftrag Himmler Müller zu lauten gehabt. Sie führen also diese Unterschrift auch auf einen Missbrauch zurück? Nein, sondern ich glaube, dass es hier überhaupt nicht sich um meine Unterschrift gehandelt haben kann, sondern dass hier Ziereis Himmler zu sagen gehabt hätte. Es ist nicht anzunehmen, dass Müller in seinem oder mit meinem Namen so gezeichnet hätte. Wir kommen jetzt auf ein anderes Gebiet. Eine Urkunde, Dokument 1063b. USA, Beweisstück 492. Es handelt sich um einen Brief des Reichssicherheitshauptamtes vom 26. Juli 1943 mit der Unterschrift gezeichnet Dr. Kaltenbrunner. Der Brief ist gerichtet an alle höheren SS- und Polizeiführer und betrifft die Errichtung von Arbeitserziehungslagern. Auf Landstraßen ergriffen wurden und in keinem ständigen Arbeitsverhältnis gestanden hatten, die Haft in solchen Arbeitserziehungslagern war vorgesehen auf die Dauer von 14 Tagen bis zu 56 Tagen. In diesem Schreiben heißt es, dass diese Arbeitserziehungslager verwaltungs- und befehlsmäßig
unter anderem den Staatspolizeistellen unterstehen, ferner den Kommandeuren der Sicherheitspolizei und des SD. Haben Sie hiervon Kenntnis gehabt? An sich war ein sogenannter Arbeitsvertragsbruch im Reich oder die Verletzung der notwendigen Arbeitspflicht des deutschen Staatsbürgers ein Delikt, welches ebenso gut hätte von den Gerichten geahndet werden können. Einschlägige Strafgesetzbestimmungen hierzu hat es gegeben. Also es wäre aber angesichts der ungeheuren im gesamten Reich eingesetzten Anzahl von Arbeitskräften, und zwar nicht nur der inländischen, vielleicht 15 oder 20 Millionen Menschen betragenden Zahl, auch der 8 Millionen ausländischen Arbeitskräfte, unmöglich gewesen, in Hunderttausenden von Fällen von Arbeitsbummelei, von Arbeitsvertragsbruch, von böswilligen Verlassen des Arbeitsplatzes und so fort. Hunderttausende von Verfahren bei Gericht anhängig zu machen. Auch haben selbstverständlich die Polizeidienststellen keinerlei Gefängnisvorrichtungen gehabt, die ausreichend gewesen wären, diese Fälle kurzfristig zu bestrafen. Aus diesem Grund ist am Sitze der Staatspolizei oder der Kriminalpolizeidienststellen ein solches Arbeitserziehungslager eingerichtet worden. Haben Sie also grundsätzlich die Errichtung von Arbeitserziehungslagern gebilligt? Die Errichtung von Arbeitserziehungslagern habe ich grundsätzlich gebilligt. Ich habe zwar bei diesem Befehl selbst nicht mitgewirkt, ich habe aber ihn nachher zur Kenntnis bekommen und habe ihn angesichts der damals im Reich herrschenden Zustände der Not am Arbeitsmarkt für richtig gehalten. Haben Sie eine Kenntnis über die Behandlung der Häftlinge, auf welche Dauer sich die Unterbringung in die Arbeitserziehungslager bezog, wie die Verpflegung war, wie ihre Beschäftigung war? Es war, wie ich es sagte, in Arbeitserziehungslagern gedacht, dass eine Haft von allerhöchstens 56 Tagen verhängt werden könne. Dies, glaube ich, war aber auch nur möglich, nachdem der Mann 3 einschlägige Vorstrafen hatte. Normalerweise hat sich die Einweisung in ein Arbeitserziehungslager auf 14 Tage erstreckt. Your question was whether he knew the conditions in the camps. He didn't give any answer to it at all. Kommen Sie jetzt sofort zu der Antwort auf diese Frage. Ich glaube, Sie haben mich gefragt, ob Sie Kenntnis gehabt haben über die Verpflegung, die Behandlung, die Beschäftigung der Häftlinge innerhalb dieser Arbeitserziehungslager. Ich wusste nur, dass die Arbeitserziehungslager die Aufgabe hatten, im öffentlichen Arbeitseinsatz tätig zu werden. Also öffentliche Bauwerke wie Straßen, Bahnerhaltung und in erster Linie Schäden aus Luftangriffen zu beseitigen. Bei dieser Beschäftigung sind auch Häftlinge von Arbeitserziehungslagern von der ganzen Bevölkerung gesehen worden. Der äußere Eindruck, den solche Häftlinge gemacht haben, war der normale jedes Staatsbürgers. Ich habe Ihnen 3 bestimmte Fragen vorgelegt. Genauer Antwort möchte ich diese Fragen haben. Erstens die Kenntnis über die Behandlung, Kenntnis über die Verpflegung und Kenntnis über die Beschäftigung. Haben Sie diese Kenntnis gehabt, ja oder nein? Ich habe erklärt, hinsichtlich der Beschäftigung
Haben Sie Kenntnis gehabt? Habe ich Kenntnis gehabt. Die beiden anderen Faktoren habe ich aus eigenem Augenschein nicht gekannt. Wurden Ihnen einmal von Beamten des Amtes 4 hierüber Berichte erstattet? Nicht von Beamten des Amtes 4, aber wiederholt ist im innenpolitischen Nachrichtendienst natürlich auch über dieses Problem gesprochen gewesen und über den Einsatz solcher Arbeitskräfte zu Notstandsarbeiten. Haben Sie sich nicht veranlasst gesehen, einzuschreiten? Gegen die Arbeitserziehungslager als Missbrauch hatte ich keinen Anlass einzuschreiten, weil wir Missbräuche oder Missbrauch mit den Lagern und Häftlingen selbst nicht bekannt geworden ist. Ich komme nun zu einem weiteren Dokument. BS 2542, US Beweisstück 489. Es ist dies eine Erklärung, eidesstattliche Erklärung des Lindo. Der bekundet, dass bis Anfang 1943 auf Befehl Himmlers sowjetrussische politische Kommissare und jüdische Soldaten aus den Kriegsgefangenenlagern ausgesondert und zur Erschießung überführt worden seien in ein Konzentrationslager. Er bekundet weiter, dass der Amtschef 4, Müller, den Exekutionsbefehl unterzeichnet habe. Wenn das Gericht wünscht, lese ich einige Sätze aus diesem Dokument vor. Welche Erklärung geben Sie zu diesem Dokument ab? Mir ist dieser Befehl Himmlers nicht bekannt gewesen und ich darf wohl darauf verweisen, dass er in den Jahren 41 bis 43 gehandhabt worden ist. Also jedenfalls zum größten Teil zur Zeit, als ich nicht in Berlin gewesen bin. Ich verlese einen besonders belastenden Absatz, Absatz 4. Sie wollen dazu Stellung nehmen und erklären, ob auch dieser Bericht über diese Tatsachen sich auf die Zeit nach 1943 bezieht oder vorher, oder was Sie über diese Zeit sagen können. Ich kenne diese Stelle. In den Kriegsgefangenenlagern der Ostfront bestanden kleinere Einsatzkommandos, die von Angehörigen der geheimen Staatspolizei unter Beamten geleitet wurden. Diese Kommandos waren den Lagerkommandanten zugeteilt und hatten die Aufgabe, die Kriegsgefangenen, die für eine Exekution gemäß den ergangenen Befehlen in Frage kamen, auszusondern und dem geheimen Staatspolizeiamt zu melden. Mir ist von diesem Ein Augenblick. In Absatz 2 verlese ich noch den letzten Absatz. Die betreffenden Kriegsgefangenen wurden formell vorerst entlassen, dann in ein Konzentrationslager zur Exekution überführt. Welche Kenntnis, frage ich, hatten Sie über diese Tatsache? Ich hatte von diesen Tatsachen keine Kenntnis. Es ist auch ausgeschlossen, dass ich davon Kenntnis hätte erhalten können. Befehle, die im Jahre 1941 erlassen worden waren und die sich, wie hier dieser Zeuge sagt, bis Mitte 1943 noch praktisch erstreckt hatten, dass ich solche Befehle jemals noch rechtzeitig, um sie vielleicht auch nur in den letzten Tagen ihrer Wirksamkeit abzustoppen. Aber an sich ist nicht zu bestreiten, dass innerhalb des Reichssicherheitshauptamtes
ein Referat 4A1 bestand, also der Geheimen Staatspolizei unterstand, dass dieses Referat von 1941 bis Mitte 1943 ausgeübt wurde und dass dieses Referat derartige Befehle durchgeführt hat. Nun liegt es nahe anzunehmen, dass auch Sie über diese außerordentlich einschneidende, human unmögliche und völkerrechtlich verbotene Sachlage orientiert worden wären. Ich bin davon nicht unterrichtet worden. Ich will nun den Komplex der Konzentrationslager behandeln und die Verantwortung des Angeklagten auf diesem Gebiet. Very well, we adjourn now.